Wang Jinxiang singt auf dem Platz vor dem Nationalstadion in Peking. Nicht nur für Passanten, sondern auch für ihre tausenden Fans im Internet. Die 62-Jährige ist eine von vielen Senioren in China, die in den sozialen Medien Erfolg haben. Ja, es gab welche, die mir gesagt haben, ich sei so alt und solle aufhören rumzualbern. Sie sagten, ich solle aufhören zu singen und das den jungen Leuten überlassen. Ja, solche Leute gibt es, aber ich werde sie eines Besseren belehren. Sie haben ihr Publikum, ich habe meines. Ihre Karriere begann, als ein Bekannter sie auf die Online-Gesangsplattform Quanmin Karaoke, übersetzt Karaoke für alle, aufmerksam machte. Anfangs machte ihr die Technik Schwierigkeiten, inzwischen streamt sie mehrmals die Woche. Alte Menschen haben keinen Platz in unserer Gesellschaft. Niemand schert sich um uns. Als ich mich beim Fernsehen beworben habe, haben sie gesagt, ich sei zu alt. Sie haben mir keine Chance gegeben, obwohl ich singen kann. Jetzt gibt es diese Livestream-Portale und ich muss meine Talente nicht mehr verstecken. In einer schnell alternden Nation ist das Internet zu einer Art Jungbrunnen geworden, in dem jeder unsterblich werden kann. Demnächst soll Wang Jinxiang erstmals auch im Fernsehen auftreten.